So, es geht heute weiter mit Far Cry 3. Und in der letzten Folge haben wir hier mal kurz kräftig ein bisschen aufgeräumt, dann Drogenbogen zerstört. Natürlich noch ganz, ganz viele Drogen rum. Nur ist es keiner mehr da, der uns da. Ja, gut, wir gehen mal rüber zurück, würde ich fast behaupten. Ich will nur mal ganz kurz in den Laden da zurück. Und zwar zurück nach Bedtown. Ja, in der letzten Folge, die ging ja fast sogar eine Stunde. Marionette zu sein ist leicht, aber es gefällt mir, eine Marionette zu sein. Es ist leicht und alles ist egal, ja, alles ist egal, alles ist egal. Alter Verwalter, was war das für eine Mission hier auf jeden Fall? So, ich muss gar nichts. Ich möchte eigentlich meine Waffen ein bisschen umstellen. Einfach fallen lassen und schauen. Was möchtest du kaufen? Nichts. So, einfach mal wieder mein LMG. Blip. Und mein Scharfschutzgewehr. Hier unten. Warte mal, Munition. Ich will mal ganz kurz Dinge. Also, warte mal, ich habe ja bestimmt was gefunden, was ich verkaufen kann, oder? Ja, nicht wirklich. Nick, wirklich. Ah, ich muss Dinge verkaufen. Jetzt. Warte mal, ich habe bestimmt. Was kann ich verkaufen hier? 25, ich brauche. Bisschen Kohle. Ja, ich will meinen Schalldämpfer haben. Ich will für mein Scharfschützgewehr möchte ich gerne der Schalldämpfer. Der ist ganz, ganz wichtig für mich, weil den brauche ich. So, und wir gehen. Was haben wir denn als nächstes hier? Haben wir doch was in der Nähe, was wir machen könnten? Also zumindest was funkturmmäßig irgendwas betrifft. Theoretisch würde ich, wie gesagt, immer noch einen Funkturm machen. Ich gucke mal gerade, ob ich irgendwo noch eine Möglichkeit habe, rüber hinzureisen. Was haben wir denn in der Nähe? Haben wir noch irgendwas Schönes in der Nähe? Wo ich ein. Eigentlich haben wir hier noch einen Funkturm. Ich gucke gerade. Hier wäre noch einer. Ansonsten haben wir gerade. Ja, die machen wir noch. Komm, wir machen Mission. Die machen wir noch. So, wir müssen, glaube ich, hier runter, oder? Jo. Ich liebe den Flammenwerfer. Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Hier ist dein Earpiece. Danke. Warst du hier mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen? Im Dschungel? Die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja. Also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich habe fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens. Du wirst echt populär. Tolles Wetter haben wir. Warum, was planst du denn gerade? Dafür liebe ich dich, Wart. Du hast Humor. Das ganze Business ist zu knochentrocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, dir interessiert mich ein Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Sein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verdankst es mir, dass die dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb finde ich sehr gut und
Ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Benestown? Einheimische Sympathisanten? Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Bearstown. Okay. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. So. Verlasse die Hütte. Auch das kriegen wir sehr gut noch hin. Oder auch nicht. Man sollte im Dunkeln auf... Ja gut, es ist dunkel. Man sollte die Treppe trotzdem treffen. Ein Mann namens Hoyt. Ja, ein Vorteil hat es. Wir haben jetzt, wie gesagt, unser Scharfschützgewehr mit Schalldämpfer. Dann sind wir zumindest da erstmal ausgerüstet. So, wie weit ist denn das weg überhaupt? Das ist gar nicht weit weg. Das ist eigentlich direkt da oben. Okay, dann hüpfen wir darüber. Ja, eigentlich war geplant, dass wir, wie gesagt, jeden Mission, jeden Tag oder jede Folge einen oder vier Missionen jeder Mission einen Scharfschütz, ein Dings machen. Ein Funktürmchen machen. Nur heute? Nö. Gut, die letzte Folge hat auch ein bisschen gefressen. Das hat auch mir Arme mit denen, weil wir mal wieder neu sitzen mussten. Aber wir haben es ja dann hingekriegt. Nach einer Stunde. Aber so ist es halt manchmal. Auch bei Farquay. Wer rechnet damit, dass wir jede Mission mit 10 Minuten, 15 Minuten durchgeballert bekommen? Ich nicht. Ist halt auch so. So, sind wir hier richtig? Ist das das Dorf? Nee, das ist draußen. Das ist ein Außenposten. Sind da Feinde? Ajö. Da sind noch Feinde. Aber das ist doch mal ein, oder nicht? Zwei. Will er mich verarschen? Das sind nur noch zwei. Drei. Drei sind's. Drei sind's. Vier sind's. Okay. Fünf, da oben ist ein Scharfschütze. Haben wir mal heute den Außenposten hier. Gut, der ist tot. Der auch. Geil. Wir sind in einer halben Minute da. Wir kommen aus dem Süden. Ja, super. Ach, hier ist noch einer. Wo bist du? Da bist du. Das ist zum Kotzen. Feuer! Da schmeißen sie einfach mal mit. Ja, geht wieder los mit. Naja, alles gut. Also, wieso geht der auf die Mine? Wieso zur Hölle geht der auf die Mine? Du bist ja nicht hier gelandet.
noch weiter. Ich würde noch weiter weggehen. Kilometer. Scheiße. Ja, ich wollte den scheiß Außenposten entspannt machen. Aber das war nichts mit entspannt. Nee, wofür auch? Egal, ist gut. Ja, geil, wenn du dann nur so ein bisschen runterfällst, anderthalb Leben oder weg. Oder das Balken weg. Gehen wir mal nicht mit dem Sinke die ganze Zeit mit dem Schau. Oh, ich habe keine Munition im Scharfschützgewehr. Fällt mir gerade auf. Naja, egal. Ist halt so. Deswegen erklärt so, warum der. Willis, ich bin in Barristown. Da ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Heute darf ich nicht bemerken, sie hier keinerlei Aufmerksamkeit. Sie verarschen? Wieso soll ich hier runter? Also, ja, ich soll hier runter, aber. Was soll ich denn machen? Da hingehen einfach, Leute. Du, Leute, hätte mir jemand mal gesagt, dass hier oben ein Dings ist, wäre vielleicht einfacher geworden. Warte mal, wo ist denn der? Was ist ganz da oben? Ist das? Naja, egal. Da sind wir. Aber mit Sicherheit. Ich weiß jetzt, ich ausgerechnet mein Dings nicht, ne? Bogen. Die Zwillinge sind mir scheißegal gerade. Volk ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht er Hähnchen süß-sauer aus seinem Freund. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Du, lauf! Siehst du den Rotgestreiften? In der Mitte vom Minenfeld? What the fuck? Viel Spaß, Junge! Mann, du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Caswell führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Scheiße, Olli. Ich muss den Kerl retten. Okay. Oh, warte mal, das war vielleicht gar nicht so eine gute Idee. So, nur so nebenbei. Ich renne hier einfach mal kurz komplett durch. Die zwei sind tot. So, warte mal, ich hole mal Munition. Er ist gerade wieder.
Und was mit dir jetzt? Kann ich dich nicht ansprechen? Hallo? Spiel? Jetzt. Agent Willis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Flucht nochmal. Okay, mir nach. Wir müssen das Feld überqueren. Wir müssen das Dorf erreichen. Bleib dran! Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. Ja, schön. Tot oder was? Scheiße! Shit. So. Wo ist der? Hinten. Der hat's erwischt. Genau, na los, den Hügel hoch, komm! Bin dabei. So, du bist da. Ist der Clown? Da ist drei. Pass auf. Hab schon. Der kommt bestimmt noch mehr. Upsi. Hey, deck mich, während ich suche. Mach schon. Ich finde die Dokumente nicht. Beschäftige sie. Da kommt noch mehr, ne? Ich suche noch. Sie haben alles auf den Kopf gestellt. Nee, da kommen sie von da. Geh mir nicht auf, Eier jetzt. Alle meine Sachen, ein Chaos. Wer bin dabei. Was willst du? Nein, das ist nicht warm. In der scheiß Schrot steht der vor mir. Oh. Mit der dreckigen... Hey, hilf mich, während ich suche. Mach schon. Ich finde die Dokumente nicht. Beschäftige sie.
gestellt. Mann! Alle meine Sachen! So ein Chaos! Beschütz mich! Ich suche noch! Bin dabei! Mann, stirb doch jetzt endlich! Hey, Auto-Immunition funktioniert nicht, ne? Meine Güte. So, weg ist er. So, haben wir das auch geschafft? Okay, okay, alles gut, komm rein. Hä? Hier ist es. Gut. Ich hab das Transportverzeichnis. Endlich. Ich fotografiere das mal für Willis. Willis, hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. So, das war diese Mission. Ein Mann namens Hoyt. Und in der nächsten Folge fangen wir den Konvoi mit Oliver ab. Und da würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Oder warte mal, ich sammle kurz noch eine Mission ein. Warte mal, ich sammle kurz noch mal Muni, wenn es geht. Alter Verwalter. Kann ich dich nicht plündern, mein Freund? Ich habe nur Geld mit. Guck mal, wie viele Leichen einfach mal hier liegen. Die brauche ich nicht, die Waffe. So, die werde ich auch noch plündern. Da haben alle nur Geld mit, nichts anderes. Da ist noch einer. Da haben alle nur Geld mit, nichts anderes. Keine Sorge. Keine. Keine Dings. Warte mal, hier ist noch eine Kiste irgendwo. Hier ist eine Kiste. Auch hier gibt es nur Geld gerade. Ja, wir hatten vorher mal über 1000 Dollar die ganze Zeit und. Naja. Bisschen Kohle haben wir auch noch. Mit zum brauchen wir gerade mehr als genug. Oh. Ein bisschen Ruhe, die kann man schon verkaufen. Gut, wenn wir jetzt nichts weiter zu suchen haben, da unten fliegt noch einer rum. Ich hoffe nämlich, dass wir noch ein bisschen Munition finden. So. Okay.
Gut, das soll es dann für heute mit Far Cry schon wieder gewesen sein. Und in der nächsten Episode wollen wir noch einen Konvoi abfangen. Ich weiß gerade, wo der ist. Da hinten ist der. Okay. Ja, ich würde sagen, das Ding als erstes machen. Wir werden dann nämlich hier hinreisen. Warte mal, ich kann mal trotzdem im Shop kurz vorbeischauen, noch schnell. Vor allem Munition mal auffüllen. Munition mal auffüllen, fix noch. Ja. Jupp. So, Munition ist aufgefüllt. Gut. Feierabend, Abendo. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann hüpfen wir mal kurz zu dem Außenposten schnell hier. Und dann machen wir Feierabend heute. Wir sehen uns wieder morgen um 4, wenn ihr Bock drauf habt, zu Far Cry 3. Und dann machen wir, würde ich sagen, den Funkturm und den Außenposten. Und dann haben wir dann quasi den Konvoi direkt vor der Nase. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Far Cry 3.